Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wo fängt man jetzt nach all dem Gesagten an? Das Erste, Herr Professor Tack, die Ökoverbände haben uns über Jahre aufgefordert, endlich ein Programm vorzulegen zum weiteren Ausbau der Biolandwirtschaft. Wir haben dieses Programm vorgelegt und wir bringen dieses Programm jetzt in den Landtag und diskutieren das. Und ich finde es richtig. Deswegen halte ich das nicht für einen Antrag, der nur einfach das wiederholt, was Regierungshandeln ist, sondern wir stellen uns hier der Diskussion. Und die Diskussion hat ja durchaus gezeigt, dass es zwischen den einzelnen Fraktionen hier deutliche Unterschiede gibt. Ja, sogar innerhalb der Regierungskoalition sind Dinge unterschiedlich betont worden. Insofern, glaube ich, dient diese Debatte hier sehr wohl der Klarstellung. Dann ist hier gesagt worden, die Nachfrage nach regional produzierten Bio-Lebensmitteln wäre sehr groß. Richtig, meine Damen und Herren, aber auch da geht es um den Preis. Es geht um den Preis. Die Landwirte müssen es schaffen, hier zu einem vernünftigen Preis Regionalität organisieren zu können. Und was wir mit dem Programm Öko 2020 in Mecklenburg-Vorpommern machen wollen, ist eine Unterstützung der Vernetzung der Beteiligten, um am Ende den Produzenten und denen, die dieses Produzierte abnehmen wollen, auch die Möglichkeit zu geben, entsprechend vernünftig zusammenarbeiten zu können. Dann möchte ich mich mal auf das stützen, was meine Kollegin von den Grünen gesagt hat. Das allererste, was ich da betonen möchte, ist, dass ich eine Spalterei zwischen konventionell und ökologisch produzierten Betrieben nicht zulassen möchte. Beide Branchen arbeiten vernünftig nach Recht und Gesetz. Eine Spalterei zwischen beiden ist nicht sinnvoll. Dann haben Sie in einem Nebensatz gesagt, wir hätten den Biotrend verschlafen. Beim besten Willen, wir sind Platz 2 in Deutschland. Da kann man natürlich rhetorisch sich hier im Landtag hinstellen und alles Mögliche behaupten. Aber es gibt lediglich ein einziges Bundesland, das besser ist als wir. Es ist Brandenburg mit 1% mehr. Da zu behaupten, wir hätten den Trend verschlafen und dann Bayern als Vorbild zu nehmen, wo wir wissen, dass Bayern bei weitem nicht so gut ist wie wir, das halte ich für einen schwierigen Vergleich. Sie haben Bayern insbesondere bei den Fördermitteln angesprochen und Sie haben recht, Bayern zahlt an der einen und anderen Stelle leicht mehr Geld als Mecklenburg-Vorpommern. Aber trotzdem sind die Ergebnisse doch auch das Entscheidende und nicht das, was an Geld ausgereizt sind. Vergleichen Sie Brandenburg mit Mecklenburg-Vorpommern, werden Sie feststellen, dass gerade insbesondere im Bereich der Neueinsteiger deutlich mehr Geld bezahlt wird. Am Ende ist entscheidend, was bei rauskommt. Und da können Sie sich hier nicht hinstellen und behaupten, wir hätten einen Trend verschlafen. Wir sind bundesweit an Platz 2. Ich gehe mal davon aus, aber dass wir machen können, was wir wollen. Wir werden aus Sicht der Grünen nie genügend gemacht haben. Das ist aber auch okay. Das ist ja etwas, was uns hier unterscheidet. Was wir nicht mitmachen werden, Frau Dr. Karlowski, ist Supermärkte und Kantinen eine Zwangsquote aufzuerlegen. Das ist etwas, was nicht marktgerecht ist. Das ist schlicht und einfach nicht marktgerecht. Wenn der Edeka Bioware los wird, dann wird der Edeka auch Bioware in die Regale packen. Und wenn der Edeka nicht Bioware los wird, dann bedauere ich das, aber er wird sie nicht in den Regalen packen. Und das ist das, was wir sagen mit, marktgerecht ausbauen. Die Diskussion werden wir bei der Verpachtung auch noch haben. Auch da geht es um marktgerechte Verpachtung und es geht eben nicht um den Zwang, Dinge zu machen. Dann haben Sie uns vorgeworfen, die Analyse fehlt. Gut, kann man uns vorwerfen, wir haben einen Antrag geschrieben, keine wissenschaftliche Arbeit. Kann man machen, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Dann haben Sie den Minister vorgeworfen, eine Äußerung getätigt zu haben, dass es künftig alles ohne Förderung gehen muss. Ich weiß vom Minister, dass der Minister die Förderung genau so ausrichten will, dass sie bedarfsgerecht ist. Und bedarfsgerecht heißt immer, dass man auch aufpassen muss, dass man nicht
überfördert. Nicht überfördert. Das, was wir hier an Zuwachs im ökologischen Bereich haben, das muss am Markt abgesetzt werden und das darf nicht am Markt vorbei produziert werden. Und dann das Letzte, worauf ich eingehen möchte, Sie haben gesagt, wir haben keine Zielmarge genannt, das ist nicht richtig. Gucken Sie bitte in den Antrag, in der Begründung des Antrags steht sogar nochmal ganz konkret mit Zahlen belegt. Wir haben eine Zielmarge benannt und zwar wollen wir bis 2020 einen Zuwachs von 30.000 Hektar haben, steht drinne, eindeutig benannt. Meine Damen und Herren, im Großen und Ganzen, die Debatte hat gezeigt, dass die demokratischen Fraktionen sich einig sind, dass wir einen Ausbau des Biolandbaus haben wollen. Innerhalb dessen, wie das passieren soll, gibt es unterschiedliche Positionen. Das ist richtig so, das ist gut so. Damit, glaube ich, können wir auch weiterarbeiten. Besten Dank.